Es gibt so Tage, die sind wie Wasser und Brot. Nichts gegen ein gutes Brot. Aber Tage wie Wasser und Brot sind grau und trist und fad. Lohnt es sich überhaupt aufzustehen? Tage wie Wasser und Brot haben was von Schneckenhaus. Gerade im Lockdown und im Januar Schneeregen. Tage wie Wasser und Brot. Dann sind Himmel und Erde irgendwie geschiedene Leute. Tage wie Wasser und Brot sind aber auch nicht im Sinne des Erfinders. Wir haben es ja gerade erst gehört und so lange sind die Weihnachtsbäume wohl noch nicht abgetakelt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und ein bisschen Glanz und Gesang, ein bisschen Fest. Nur geträumt? Abgeräumt wie die Lichterketten und die Deko? Und dann hört man an diesem Sonntag in der Bibel die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Was für ein Fest. Tagelang damals. Traumhaft. Und Jesus und seine Freunde mittendrin feiern kräftig mit. Und Maria, seine Mutter. Und die spricht es aus, was demnächst droht, der Super-GAU. Sie haben keinen Wein mehr. Sie haben keinen Wein mehr. Hochpeinlich für die Gastgeber und furchtbar traurig für alle Menschen, von denen man das sagen muss, sie haben keinen Wein mehr. Denn das heißt ja so viel wie, sie bleiben bei Wasser und Brot und verlieren ihre Freude und träumen nicht weiter, sondern verkrümeln sich und rollen sich irgendwie ein. Sie haben keinen Wein mehr. Das muss man im Moment wohl von vielen Menschen sagen. Die alle merken, so geht es nicht gut, da fehlt was, so ist es doch nicht richtig. Und da muss doch am besten jemand mal was tun. Mag sein, dass auch Jesus die Worte von Maria zuerst mit dem Appellohr gehört hat. Jedenfalls entwickelt sich das Gespräch dann nicht ganz spannungsfrei. Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Und da könnte man sicher in der Mutter-Kind-Beziehung ein bisschen was analysieren. Jedenfalls macht Jesus erstmal nichts. Nicht auf Knopfdruck. Dabei wäre das so schön, auch in den Krisen unserer Tage, wenn das so leicht ginge. Keine Ahnung, warum Jesus sich so bitten lässt. Vielleicht, damit die Leute merken, es ist nicht selbstverständlich, dass wir feiern können, dass wir es gut haben. Dass sie merken, wir haben keinen Anspruch auf ein Leben in Saus und Braus. Es ist alles geschenkt. Immerhin lässt Jesus ja das Brautpaar und die Gäste nicht hängen. Aber das tut er nicht öffentlich. Er lässt die großen Wasserkrüge füllen und plötzlich schöpft man aus ihnen den besten Tropfen des Tages und mit diesem Wein neue Freude. Ein Trick? Wer weiß. Jedenfalls setzt Jesus ein Zeichen. So kann das Leben auch sein. So soll es manchmal sein. So wird es sein. Ein bisschen himmlisch. Jesus setzt zeitlebens alles daran, dass dieser Traum weitergeht von einem Leben, das seinen Namen verdient. Das ein bisschen glänzt. In dem Gottes Wille geschieht. Auf Erden wie im Himmel. Jesus teilt seinen Traum. Und tatsächlich geschehen dann manchmal Zeichen und kleine Wunder. Und wird Wasser zu Wein, werden Tränen getrocknet, bekommt unser grauer Alltag Glanz. Mancher teilt seinen Traum. Und ich finde, es ist eine schöne Ironie der Geschichte, dass gerade in diesen Tagen in den USA ein besonderer Gedenktag ist, immer am dritten Montag im Januar. Ein Gedenktag, ein Feiertag für Martin Luther King, der seinen Traum, wie man weiß, geteilt hat. Seinen Traum von einer friedlichen Welt, in der die Hautfarbe, außer beim Make-up, keine Unterschiede mehr macht. I have a dream. Oh ja, ich auch. Und ich habe noch etwas Wein zum Teilen später und
Vielleicht Brot und vielleicht Lieder und vielleicht ein paar gute Worte. So stehe ich Tage wie Wasser und Brot am ehesten durch und freue mich schon mal vor. Es kann himmlisch werden. Es wird himmlisch werden. Komm, reich mir deinen Wein und koste unser Brot. Ich atme tief ein und sing es hinaus. Gott liebt das Leben und das Leben will raus. Ich atme tief ein und sing es hinaus. Gott liebt das Leben und das Leben will raus.